Gut, also Teil 2 des heutigen Tages. Heute, oder jetzt geht es um Ipecacuanha. Ipecacuanha ist, denke ich, auch ein Mittel, was wir alle kennen, zumindest vom Hören und Sagen. Wir assoziieren damit wahrscheinlich Übelkeit, Erbrechen, Blutungen. Aber ich denke, und da nehme ich mich selber gar nicht aus, Ipecacuanha ist wahrscheinlich ein Mittel, was wir alle zu wenig verschreiben. Vielleicht, wenn wir es dann doch etwas zu wenig gut kennen oder studiert haben. Abgekürzt wird Ipecacuanha im Repertoire mit IP. Und es ist sozusagen, würde ich mal sagen, so ein mittelgroßes Mittel. In meinem Repertorium gibt es knapp 4000 Symptome von Ipecacuanha. Also das ist ja für uns Homöopathen eher so ein mittelgroßes Mittel. Ich verwende allerdings ein altes Repertorium, das Complete 4.5, das ist mittlerweile 20 Jahre alt, mit den Ergänzungen allerdings von anderen Sen, die sehr hilfreich sind. Kurz zur Botanik. Synonyme oder die deutschen Bezeichnungen von Ipecacuanha sind die Brechwurzel, die Ruhrwurzel oder brasilianische Wurzel. Es gehört zur Familie der Rubiaceae. Das sind die sogenannten Rötegewächse, eine ganz große Pflanzenfamilie, zu denen zum Beispiel auch der Kinerindenbaum gehört oder die Kaffeepflanzen. Kommt in Brasilien vor, volksmedizinisch früh eingesetzt als Hustenmittel oder als Brechmittel, als Emetikum. Die Alkaloide von Ipecacuanha sind Cephalin, Emetin, das sind die hauptwirksamen Alkaloide, nebenbei auch Glykoside, Iridoide sowie Pflanzensäuren. Und für die Homöopathie verwendet man die getrocknete Wurzel, die sogenannte Radix Ipecacuanha, aus der dann unsere Arzneien hergestellt werden. Kurz ein paar Worte zur Toxikologie. Ich habe hier mir die Materia Medica angesehen von der Margaret Tyler. Kennt ihr vielleicht homöopathische Arzneimittelbilder, heißt diese Materia Medica. Und da beschreibt die Margaret Tyler ein paar interessante Vergiftungen mit Ipecacuanha. Man muss wissen, Ipecacuanha wurde früher verwendet, wie schon erwähnt, als Brechmittel. Und zwar nicht nur gegen das Erbrechen, sondern also nicht nur um Erbrechen zu bewirken, sondern auch interessanterweise Ipecacuanha gegen das Erbrechen. Nämlich zum Beispiel gegen das Schwangerschaftserbrechen. Also man hat im Grund eine Substanz, die Erbrechen hervorruft, damals gegen Schwangerschaftserbrechen verwendet. Also eigentlich nach dem homöopathischen Prinzip. Nur hatte man damals natürlich Ipecacuanha viel zu hoch dosiert. Früher also im Grammbereich, später hat man dann Ipecacuanha nur tropfenweise verwendet als Ipecacuanha Wein. Und die Margaret Tyler beschreibt da